Willkommen zurück zu Imperion. Schön, dass du heute wieder einschaltest. So, und bevor ich hier weiter quatsche, möchte ich eben einen kleinen Moment die Musik genießen. Ah, so, gut, okay. Das reicht. Als ich mich gerade ins Spiel eingeloggt habe, da war die Musik nämlich so schön und ich dachte mir so, oh, jetzt hörst du erstmal der Musik zu und war schon 5 Minuten jetzt hier im Game drin, nur um die Musik zu lauschen. Ja, mich hat es krankheitstechnisch dahingerafft gehabt letzte Woche. Ich glaube, man hört es auch noch so ein bisschen. Ja, deswegen kam auch nichts an, folgentechnisch. Aber gut, jetzt fühle ich mich sogar einigermaßen wieder ganz okay. Das Mikro wieder ein bisschen zurechtrücken. Jetzt fühle ich mich wieder so einigermaßen ganz okay, dass ich jetzt hier mal wieder ein bisschen am Rechner sitzen kann und wieder für euch aufnehmen kann. So. Was haben wir denn oder was habe ich denn letztens noch gemacht? Mal ganz kurz gucken. In der Fabrik hängt noch der Astea Destroyer drin. 9 Stunden. Den lassen wir auch erstmal so da drin, wie er ist. So, Einzelmission. Sigma Falcrum, genau. Wir sollen sprechen mit dem Händler in der Kaufhalle beim Haupteingang. Okay, das sollen wir machen. So, mal das OI mal wieder einblenden. Was habe ich denn hier? Ich habe den leichten Schutzanzug an. Und ich habe hier noch ein bisschen Stuff hier drin. Den wollen wir doch erstmal wieder unter den Armen verteilen. So, wollen wir Fuel und Oxy? Der ist dort. Was bist du? Du bist noch ein Lasergewehr. Hier ist der normale Container. Kommt erstmal das Pösterchen rein. Nochmal Fuel und Oxy. Na, das nicht. Das ist der Harvester-Container. Fuel und Oxy. Da. Und dann gibt es hier noch irgendwo noch eine Waffenbox, soweit ich weiß. Da kommt erstmal das Lasergewehr dort rein. Den Bohrer haben wir auch noch hier. Wo kommt denn der Bohrer denn hin? Ah, kam der da rein? Ja, der kam da rein. Aus der letzten Loot-Session, glaube ich. So, was noch? Den Kern brauchen wir gerade nicht. Den kann ich erstmal da reinschmeißen. Wir haben hier noch Crew Stations, die ich noch verteilen kann. Das mache ich aber irgendwann mal später. Ich könnte in die Medicine Box. Könnten wir erstmal ein bisschen was an Bandagen rausholen. Dann war es ja, glaube ich, so, dass ich mein ganzes Geld aufgebraucht habe. Das ganze Geld ist weg. Ich habe nämlich, genau, wir haben ja nämlich Erze gekauft, bis zum Abwinken. Ich muss jetzt erstmal hier wieder kurz reinfinden, was hier so alles ist und was hier alles so nicht ist. Hier gab es Pentaxid, Eis und Aluminium. Den aluminiumhaltigen Asteroiden haben wir hier schon. Wie sieht denn der Plan jetzt aus? Okay, das heißt, wir machen jetzt erstmal die Mission. Und wenn uns das wieder von der Station weglockt, dann suchen wir nach dem Pentaxid und nach dem Eis. Man kann ja nicht genügend Pentaxid haben, ne? Guck mal kurz in den Harvester-Container. Ja, wir haben zwar fast 6K Pentaxid roh, aber ne, was man hat, hat man halt, ne? Würde ich sagen, was man hat, hat man halt. Okay, gut. Dann sprechen wir jetzt mal mit dem Händler. Kann ich dich noch irgendwas machen lassen? Ich glaube, ich möchte noch ein paar in der Zwischenzeit noch ein paar Laser-Gewehrzellen noch fertigen. Wie war das denn? Rauskommen tut 50, 500, 1000. Ich glaube, ich möchte noch mal so. Ach, Scheiße, hab den falschen Knopf gedrückt. Erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. So möchte ich das machen. Genau. Das müsste passen. Was frisst du nochmal? Kohlenstoffsubstrat futterst du. Und elementares Pentaxid. Ja, elementares Pentaxid haben wir jetzt hier noch einiges. Haben wir noch gut umgewandelt. Okay, gut. Dann lassen wir den mal produzieren. Habe ich hier die Schubdüsen ausgestellt? Nein, jetzt habe ich die Schubdüsen ausgemacht. Dass wir da nicht so allzu viel Energie da drin verschwenden. So, dann gucken wir mal. Mineral Survey Station Sigma. Ja. Wenn wir Geld hätten, könnten wir wahrscheinlich hier auch noch kaufen bis zum Abwinken, ne? Wie das hier so aussieht.
Hat die schon irgendwie ganz schön Schaden erlitten, oder? Was? Aha. Wenn du mein Schiff angreifst, ne? Dann ist aber... Okay. Wird schon wieder alles auf unfriendly gesetzt. Schauen wir uns das mal hier... Schauen wir uns mal hier um. Was wir hier so haben. Auf jeden Fall fette Geschütztürme, die auf mein Schiff gerichtet sind. Was haben wir denn hier? Ben's Bowls Bar. Today's happy hour honors. Beers on the house for Scar's Crew. Ah ja. Pete's Parts Repair Shop und Grandpa's Shotguns and other assorted Kentless inside. Geil. Das gefällt mir doch wieder. So, das ist nicht erlaubt. Brauchen wir eine Keycard zum Freischalten, okay. Interessant. Repair Bay, Pete's, Pete's Parts Repair Shop for Renting Park Within. Ah ja, okay, hier gibt es noch eine Reparaturplattform, okay. Cool gemacht, auf jeden Fall schon mal wieder. Ja, ganz ehrlich sagen, ja, auf jeden Fall, ja. Was ist, kann ich das hier reparieren? Oh yeah, ich kann es reparieren. Zup. Gibt aber leider keine Reputationsbonuspunkte. Na gut, okay. So. Hier schießt jemand. Hallo? Wo schießt du denn hin? Ja. Gut, okay. Aber er schießt nicht aufs Schiff. Dann lassen wir einfach mal... Dann lassen wir auch einfach mal das, was da jetzt gerade am Schießen ist, einfach mal schießen. Und gucken wir einfach mal. Ne, das Schiff wird nicht getroffen. Der schießt hier irgendwo gegen irgendwelche Strukturen. Na gut, dann lassen wir ihn mal. Ich dachte, die werden uns freundlich gesonnen. Wir sind jetzt hier in Grandpas Shotguns. Hier gibt's einen Gin. Okay. Anzugstation. Oh, der Teleporter ist aktiv. Ey, cool. Was bist du denn? Bist ein Händler für Informationstechnik. Okay. Das brauchen wir nicht. Haben wir hier... Spätestens Server AI zu sprechen. Okay. Machen wir das mal. So. Last Shift Production Quota was down by 20%. The following operators all present themselves to their task retirement. Pony cover, Tokyo Java. General Announcement, Station Interface Console will be down for maintenance for a brief period of time. Routine operations will resume shortly after. Okay. Dann kriegen wir hier nichts. Ah, hier ist die Bar. Was ist das denn hier? Grandpa's Shotguns. Ach so. Okay, 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 okay. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Ordnance Warehouse Stock. Rifle Rounds, Shotgun Rounds, Sniper Rounds. Wie cool ist das denn? Ship Systems. Oh, das ist ja cool. Gucken wir mal. Damn, you made me lose my game. What? So. Klobber, hey, sorry about that. I'm looking for a guy named Jared. Jared? Jared. Jared. Look here, lad. I pay no attention to... Weiß ich nicht was. Aber ich will was kaufen. Okay. Was hast du denn hier? So, du hast Pistolenladung. Die suchen Raketen. Raketenwerfer, Plasmakanonen. Sprengladung. Lasergewehre. Schwerer Schutzanzug. Die könnte ich auch verkaufen. Schade, dass du keine leichten Schutzanzüge verkaufst. Dann hätte ich dir nämlich einiges... Nachtsichtgeräte könnte ich produzieren und hier verkaufen. 2000. Ja, ein paar Upgrade-Bausätze.
Kohlenstoffsoldat, ein Plasma-Blaster. Cool. Kostet ja auch nur 12.000, die wir nicht haben. Und eine Plasma-Blaster-Ladung. Wie cool ist das denn? Aktuelle Reichweite, Haltbarkeit, Explosionsradius, Explosionsschaden, 650, okay. Flammenwerfer. Jäger. Echt, das ist ja cool. So, was bist du? So, was hast du denn? Du hast ein Multiwerkzeug T2. Okay, cool. Ein mittlerer Schutzanzug könnten wir hier verkaufen. Nachtsichtgeräte. Wir könnten Elektronik verkaufen. Das bringt aber alles nichts. Erdscanner könnten wir verkaufen. Nachtsichtgerät bringt mehr. Große optronische Brücken und große optronische Matrix könnten wir hier verkaufen und einkaufen. So, wenn es jetzt noch einen gibt, der hier leichte Schutzanzüge kauft, dann könnten wir erstmal wieder ein bisschen Kohle machen. So, was hast du? Pulsgewehr, schweres Scharfschützengewehr, Multiwerkzeug, Blaster, Laser-SMG, Laser-Karabiner, Lasergewehr. Und aber nichts mit Schutzanzüge. Schade, Marmelade. Gibt's ein Geldautomat? Das jagt mir jedes Mal ein Schrecken hier ein. Was bist du denn hier? Du bist die Bar? Ben Bowles Bar. Was hast du denn? Ach so. Ich lese mir das jetzt gerade nicht durch. Wir sollten wachsam sein, während wir nach Jared suchen. Manche dieser Jungs sehen nicht sehr freundlich aus. Wir möchten keinen Schuss in den Rücken. Nee, möchten wir auch nicht. So. So. Okay. Du hast dann tatsächlich da nur was zu futtern. Alles klar. Andromeda Gold Corp? Und Fix Your Aim. Alter, wie geil ist das denn hier? Oh, Spirituosen verkauft er. Und er kauft Leder, Goldbarren, Platinbarren, Optroniken und Giftmüll. Aha, Optroniken, Platin. Also Platinbarren haben wir ja, glaube ich. Aber für 350, ja, ein bisschen wenig, ne? Mutierte Substanz verkauft er. Auch eine Handelsware, okay. Nicht schlecht. Und du? Andromeda Gold Corp. Oh Gott. Ah! Der verkauft. Der verkauft, oh, Handelsware, okay. Erze. Schöne Erze. Xenosubstrat, okay, verkauft er auch. Was kauft er an? Chemikalien, Dünger, Kühlmittel, Ersatzteile. Ein Alpha-Virus. Okay, aber das haben wir alles noch gar nicht. Okay, gut zu wissen, aber wie gesagt, wir haben kein Geld. Die Station ist ja cool, was bist du? Achso, mit AI Station Service könnten wir sprechen. Boah, das ist ja cool hier. So, das wäre ein Teleporter, den wir benutzen könnten, was wir aber nicht tun. So. So, das heißt, wir haben den Station Service haben wir jetzt hier genutzt. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich da lang gehen, wo es gerade... Ah, Jared ist unten. Mal gucken, nicht, dass uns tatsächlich jetzt gleich in den Rücken geschossen wird. So, Jared ist unten, aber wir gehen jetzt trotzdem mal die normalen Wege jetzt erstmal hier. Gucken wir mal, wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Was bist du denn da drüben? Ich laufe erstmal hier durch. Officer's Quarters, okay. Gucken wir mal, kommen wir hier rein? Ist nicht erlaubt, okay. Kommen wir da schon mal nicht mehr hin, dann gehen wir jetzt erstmal nach oben und gucken mal, was oben ist. Und dann schauen wir uns unten um. Da sind auf jeden Fall Alien-Geschütze. Ja. Hab ich ja nicht sogar wirklich Bock drauf. Von wo wird denn geschossen? Ich würde mal gerne wissen, von wo geschossen wird. Von da oben? Nein. Ich kriege jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn es schießt, ne? Was haben wir? Restricted Access.
Okay. Oh, hier. Aha, 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 aha. Aber wer greift uns denn da an? Der Cyborg greift uns an. Boah! Okay. Okay, okay, okay. Du wurdest von Cyborg erschossen. Okay, 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 okay. Ich habe das jetzt echt nicht realisiert, von wo wir aus beschossen. Von wo aus ich beschossen wurde. Ich habe es echt nicht gesehen. Respawn Sigma Stützpunkt. Könnte ich machen, ne? Machen wir mal Sigma Stützpunkt. Nein. Was? Das war vielleicht auch keine gute Idee. Sigma Stützpunkt, okay. Das war doch so keine so gute Idee im Sigma Stützpunkt. Okay. Ah, Respawn bei Glad. Nein, ich möchte, wenn dann auf der Lucian respawned werden, und dann muss ich mir tatsächlich dann doch dann den schweren Kampfanzug anziehen. Wir müssen uns erstmal unseren Stuff wiederholen. Der runter, der hat noch ein bisschen Haltbarkeit. Okay, gut. Einmal ein bisschen Sauerstoff knuckeln. Ich einmal eine Notverpflegungsration. Ich dachte, ich hätte mehr. Muss ich erstmal meinen Rucksack holen. So, du scheinst tatsächlich jetzt irgendwie feindlich mir gegenüber zu sein, Cyborg. Kann das sein? Natürlich ist ihm jetzt auch noch kalt, oder was? Klar, weil ich hier draußen bin. Oh, warte, muss ich mir erst hin. Dann muss ich mir tatsächlich jetzt. Ja, ist ja okay, ist ja okay, ist ja okay. Ist ja alles gut, ist alles gut, ist alles gut. Ach, wie das mit der Kälte einem so auf den Sack gehen kann. Ach, falsche Richtung. So, was packen wir uns denn raus? Kälteschutz. Wir müssen aber bis Minus. So, das heißt, den Radiatorschutz. Wo habe ich denn jetzt hier noch ein bisschen Kälteschutz drin? Der macht aber nur minus 20 Panzerung weg. Okay. Dann tausche ich mal den gegen den aus. Dann ist zwar 20 Panzerung weniger, aber immerhin noch besser als das andere. So. Das müsste ja jetzt gehen. So, wie weit bist du? Du bist fertig. Dann sollten wir dann doch tatsächlich die Munition mitnehmen. Ich glaube, die könnten wir jetzt ganz gut gebrauchen. So, auf ein neues. Dann möchte ich jetzt erstmal oben gucken, was da Phase ist. Die schießen tatsächlich auf mich. Was ist denn das? Ich wusste es doch, diese Alien-Geschütze schießen dann auf mich. Jetzt wurde ich von einem Sigma-Stützpunkt erschossen. Das geht doch nicht. Ah. Schlimm. Jetzt habe ich es mir natürlich mit den freien Kolonisten wahrscheinlich verscherzt jetzt, ne? Ja, ich glaube, ich habe es mir mit den freien Kolonisten jetzt verscherzt. Es ist doch jetzt doof irgendwie.
So, Dille, da sind wir wieder da. Eigentlich mache ich das nicht so gerne, aber ich habe jetzt einfach mal neu geladen. Weil ich jetzt einfach nicht wusste, was jetzt Phase war. Die Dinger haben mich angegriffen, trotzdem beschossen. Und, ja. Da fangen die schon wieder an zu schießen. So, dann machen wir das Ganze jetzt halt auch nochmal. Dann sprechen wir jetzt halt einfach nochmal mit den ganzen Händlern. Das ist ja alles kein Problem. Ach so, verdammt. Wie gesagt, das kam mir schon sehr spanisch vor, das Ganze. Hier mit Reis, Effekt, Question about first, ja, Schuhe, so. So, irgendeiner war das jetzt, glaube ich, der hier Jared kennt. Achso, wir sollen in Kents Bar, sollen wir fragen jetzt hier. Ich glaube, der kennt das. Und dann gehen wir mal nicht nach oben hin. So, jetzt machen wir das, wiederholen wir das nochmal. Wie gesagt, also eigentlich mag ich das nicht gerne, das mit dem Neuladen, aber ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwas dann, wie gesagt, die schießen hier halt, ne? Und er sagt ja auch, wir sollen halt vorsichtig sein, bla 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 und Trupp und hast du nicht gesehen. So, dann gehen wir jetzt direkt nach unten zu Jared und dann gucken wir mal, ob uns dann die Geschütze tatsächlich dann jetzt hier angreifen oder nicht angreifen. Das wäre dann. Und irgendwas greift sich da oben irgendwie, glaube ich, selber an oder sowas, keine Ahnung. Ich gehe jetzt nach unten. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt hier eine Todeszone ist oder nicht. Ich bleib mal ganz kurz hier. Zu den freien Kolonisten müssen wir eigentlich noch gute Beziehungen haben, ne? Freie Kolonisten, na gut, da sind wir noch neutral. Was finden die denn ungeil? Die finden ungeil. Töten eines Mitglieds, freien Kolonisten minus 300 und Reparation wird sofort auf neutral gesetzt. Ist klar, minus 10 für die Zirax. Das finden die ja uncool, wenn wir gegen das Zirax-Imperium vorgehen. Die finden das cool, wenn wir gegen die Piraten vorgehen. Die Akenische Republik kennen wir noch gar nicht. Pren Handelsföderation kennen wir auch nicht. Und Karana, das finden die toll. So, und Angreifen eines Jägers in freie Kolonistenterritorium. Pro erfolgten Schadenspunkt. Okay, das kennen wir schon. Öffnen eines Containers minus 200. Ho, 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 ho. Für alle 16 Minuten Erz abbauen. Minus 20, keine sofort. Besser entspricht. Ja, gut. Zirax Imperium. Okay. Ja, wir haben ja auch noch eine ganze Ecke an Fraktionen, die wir noch nicht kennen. Ja, wenn ich jetzt hier einmal speichern. Gut. So, dann schauen wir mal. So, also das sind freundliche Geschütze, das sind feindliche Geschütze. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass sich dann die Geschütze sich gegenseitig dann. Dass die Geschütze sich dann gegenseitig abmurksen. Du bist auch ein Händler für Essen. Oh, in den Kühlschrank darf ich rein. Das hört sich gut an. So, und du bist die Station Survey. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gleich hier, sobald wir mit Jared gesprochen haben, naja, vielleicht sollte man sich manchmal auch einfach an die Missionsbeschreibung halten und nicht einfach gleich auf Erkundungsmodus gehen, ne? Ich gucke mich jetzt aber trotzdem jetzt hier einmal um. Ich weiß, Jared ist da hinten. Oh, okay. Ich möchte mich trotzdem hier umgucken. Ist ja gut. Zartort Deko. Ah, Wartungsarbeiten. Ist das die Sonne? Geil. Okay, sprechen wir mal mit Jared. Mal schauen, was da jetzt hierbei rumkommt. Glad! Glad. You are here. The Solarian are after me. Ah ja, also er wird doch verfolgt. The station AI is trying to find and kill me as well. We need to do what needs to be done and then quickly get out of here. We just need to upload my AI routines to the station so I can override the root commands. Then we need to overload the infected processor to reset the station's AI. And because the station knows.
who I am, we need to give her proof that I am no danger anymore. That's one reason why I requested help from GLAAD. If I were to issue a self-destruct, the station would not buy that, okay? I checked your suit and... Actually, I should capable carrying me weight damage or modifications if we design not time for chatter. Destroy my temporary corpus now. Your suit AI is already integrated in my backup, then bring as close as possible to one of the station's access points, and then I take it from there. Ready? Okay, also den soll ich jetzt umnieten. Brauchen wir einen Zugriffspunkt, okay? Access Point. Natürlich kann das nicht irgendein beliebiger Access Point sein, sondern der Access Point, ne? Natürlich muss es dieser Access Point sein, halt, ne? So, perfekt hochgeladen, gestartet. Ich brauche ein paar Sekunden. Bleib in Deckung. Ja, bleib ich. Cool. Also, injecting complete, acquiring data. Oh, that is. Oh, one second. Compiling information. Jared? Okay, this is worse than I expected. We need to stop the station ASAP, or this part of the galaxy will be lost in a few days. The easy way to reset the station AI to convince a required maintenance, use the various station consoles and read what the station's AI is saying. I have injected several code fragments to watch out for the following keywords in the message. Data of activation, incompatibility errors, and Polaris reference. This may take several tries, so make use a refresh button of the station console message board until we have seen the message. Okay. Ja. Trial and Error oder was ist hier? Date of Activation. So, nächste Konsole. Ist jetzt wahrscheinlich mit, einfach den Refresh-Button hier drücken. Date of Activation. Incompatibility Errors. And Polaris Reference. So, wir haben sie alle. Nun müssen wir die CPU-Konsole finden. Sei vorsichtig, sie wird bewacht sein. Und die ist da oben jetzt, die CPU-Konsole. Speicher lieber noch mal ab, für den Fall der Fälle, das. Es wird bewacht. Das ist schon zu hoch, oder? So, CPU-Konsole, wie kommen wir denn dahin? Sie wird bewacht sein, also entweder ist sie jetzt da oben, wir müssen uns jetzt da durchschnetzeln. So, hier ist nicht erlaubt. Kommen wir vielleicht von der anderen Seite dran. Müssen wir mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass wir von der anderen Seite halt rankommen. Da fahren sich lieber die Geschütze wieder nach oben. Wir gucken mal. Achso, ich hatte mir auch überlegt gehabt, das in einer Session aufzunehmen, ist zwar cool, es futtert aber extrem viel Zeit, die Videos da dann auseinander zu klamüsern. Deswegen, also ich werde zwar jetzt auch in einer Session jetzt hier dran sitzen und aufnehmen, aber halt mit an- und abmoderieren halt, ne? Das werde ich halt so shooten. Okay, also es ist auf dieser Höhe, aber dann müssen wir wahrscheinlich jetzt tatsächlich da nach oben hingehen. Ja. Hoffen wir mal, dass wir jetzt hier keinen Fehler machen.
So, da oben wird schon wieder geschossen, bis zum geht nicht mehr, ne? Und ich denke mal, wir müssen jetzt tatsächlich nach da oben und dann runter. Irgendwie, dass wir zu dieser CPU-Konsole kommen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentieren und abonnieren ist natürlich Pflicht. Sowie weiterempfehlen. Und ja, wer darüber hinaus mich noch mehr unterstützen möchte, der schaue doch einfach mal unten in der Videobeschreibung nach. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.